Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute das lang ersehnte Trage-Video. Welche Trage fand ich am besten? Welche Trage benutze ich? Welche Trage benutze ich für den Rücken? Welche habe ich als Newborn-Stage-Trage benutzt? All diese Fragen sind so häufig gestellt worden, dass ich relativ fix gemerkt habe, das möchte ich nicht einfach in den Stories beantworten bei Insta, sondern ich möchte ein ausführliches Video darüber machen. Jetzt fühle ich mich soweit, dass ich euch das gerne alles einmal mitteilen möchte. Plus, ich habe einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um mich für dieses Video zu motivieren, weil ich das selbst sehr hoch gewichtet habe bei meinen Prioritäten und mein perfektionistischer Drang immer sagt, das geht noch nicht. Also, erstmal wollte ich euch sagen, warum ich so gerne trage und was meine Gründe dafür sind, dass ich das dem Wagen, ich selber auch dem Wagen, oft vorgezogen habe. Also erstens fand meine Tochter das viel, viel angenehmer, vor allen Dingen am Anfang. Also sie hat es dem Wagen auch vorgezogen. Sie war sofort ruhig, sie war entspannt, ich konnte ihr Nähe geben und das ist Hauptgrund Nummer eins. Zweites Ding ist einfach Bonding. Man lernt sich viel, viel besser kennen, vor allen Dingen am Anfang. Wir waren die ganze Zeit aneinander. Das ist das, was Marisa aus dem Bauch heraus am ehesten gewohnt war. Also das war für sie, glaube ich, der wenig größte Umschwung von im Bauch super umhüllt zu ich lieg frei irgendwo rum oder im Wagen, war einfach ein zu großer Step. Und deswegen hat es für mich Sinn gemacht, dass ich sie eng bei mir am Körper habe, eingekuschelt und auch ein bisschen umschlossen. Man hat sehr schnell ein Gefühl dafür entwickelt, was braucht mein Kind. Das entwickelt man natürlich auf eine andere Art und Weise, aber ich konnte sofort merken, ist sie kalt, ist sie warm, hat sie gekackert. Solche Sachen, die konnte ich super schnell einschätzen, hatte ich das Gefühl, man kriegt das natürlich mit. Wie ist ihre Stimmungslage? Und ja, das war richtig, richtig toller Punkt. Dann ein Punkt, evolutionstechnisch gesehen, ist das für ein Baby der sicherste Ort. Deswegen lieben das auch viele Babys so sehr. Natürlich auch, weil es sich anfühlt wie im Bauch ein bisschen. Aber es ist einfach ein sehr sicherer Ort. Evolutionstechnisch gesehen ist in diesen Babys noch von Jahrtausenden verankert, dass dieses freie Rumliegen eine Gefahr darstellt, weil Tiere etc. Also die Kinder wurden noch früher sehr, sehr viel getragen und deswegen ist es noch sehr verankert, wenn man überlegt, wie kurz die Zeitspanne ist jetzt in der heutigen Zeit, wo das nicht mehr so der Fall ist, ist das ganz logisch. Und ein weiterer Punkt, den ich super finde und einfach für mich eine Erleichterung war, man ist viel flexibler, also man hat oft die Hände frei, anstatt das Kind so mit einem Arm zu tragen. Man hat keinen sperrigen Wagen, den man ins Auto packen muss, mit dem man durch irgendwelche Geschäfte rammelt oder man muss keine Bordsteinabsenkungen suchen. Ich meine, das habe ich irgendwann mit dem Kinderwagen auch nicht mehr gemacht, aber als ich so neu Mama war, habe ich die kleinste Kante gesucht, die es am Bordstein überhaupt nur gab, um mein Kind nicht zu erschüttern, was auch völliger Schwachsinn so an sich war, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich war freier, ich war spontaner und mehr brauchte ich nicht. Und man tendiert mit Trage dazu, weniger viel mit rumzuschleppen. Ich habe mich dann immer auf einen kleinen Rucksack beschränkt, wo ein paar Windeln drin waren, im Wechseloutfit, was zu trinken, fertig. Und dann machen wir direkt weiter, dass ich euch meine liebsten Tragen vorstelle. Ich fange an mit den Tragen, die ich in den ersten 3 Monaten vor allen Dingen, so in dem Newborn-Stage, genutzt habe. Und dann zeige ich euch die anderen, die so im Laufe der Zeit dazugekommen sind und auch eher jetzt oder im Babyalter genutzt wurden. Und viele kann man auch einfach bis in die Kleinkindphase nutzen, denke ich. Ich glaube, bei Marisa fängt jetzt die Kleinkindphase an. Ist das schon Kleinkindphase? Fühlt sich so an. Ich fange mit einer Trage an. Das ist ein Tuch, was ich jedem empfehle. Also nicht dieses Tuch unbedingt von dieser Marke, aber ihr seht, es ist super lang, super groß und hat einen ganz, ganz weichen Stoff.
Es gibt ganz, ganz viele Anleitungen im Internet, wie man die benutzt, auch viele tolle YouTube-Videos. So habe ich das gelernt. Habe das aber erst gelernt, leider nicht in dieser Newborn-Phase. Aber wenn ich ein zweites Kind kriegen würde, was ich gerne wollen würde, dann würde ich von Anfang an mit einem Tuch tragen. Weil das einfach viel, viel weicher ist vom Stoff. Das ist wirklich ein super schöner weicher Stoff. Die Marke heißt Solly Baby. Kann ich nicht empfehlen, weil es zu teuer ist für so ein Stück Stoff. Aber an sich ist es wirklich tolle Qualität. Aber solche gibt es auch einfach bei Amazon. Auf jeden Fall ist das einfach ganz weich und für diese kleinen, super zarten Babys schmiegt sich das dann so schön unter die, in die Kniekehlen ein, da wo, oder fast Kniekehlen, da wo es hin soll. Und es passt sich einfach ganz natürlich dem Körper an. Es gibt ganz viele verschiedene Tragevarianten, aber die typischste so über Kreuz findet ihr überall. Und das würde ich sehr, sehr gerne beim zweiten Kind viel häufiger nutzen. Ich war am Anfang ganz so unsicher, jetzt im Nachhinein, wie ich mein eigenes Kind halte. Ich habe vorher nicht viel mit Babys zu tun gehabt. Und für mich war das eine anstrengende Sache, ein Kind allgemein in eine Trage zu bekommen. Und sobald Marisa auch nur einen Mucks gemacht hat, habe ich sein lassen und bin ins Schwitzen gekommen. Also das würde ich beim nächsten Kind machen. Beim nächsten Kind traue ich mich das mehr und kann das jetzt auch ganz gut. Obwohl ich es nicht oft genutzt habe dann, weil sie einfach zu schwer wurde und sich das Tuch dann schneller wieder gelöst hat. Und hier kommt meine absolute Favoritentrage, die ich ununterbrochen mit Marisa in der Newborn-Phase genutzt habe. Die geht auch nur so bis 6 Monate, glaube ich, oder 9. Dann ist sie einfach zu klein. Das ist die Marsupi-Trage in diesem schönen Farbton. Auch die haben ganz viele Farbtöne, aber ich fand den sehr klassisch. Und das ist mit Klettverschluss und ganz einfach anzulegen. Ich hatte das Gefühl, darin hat sie sich super gefühlt. Ich habe Marisa auch im Sommer bekommen, deswegen fand ich einen hellen Farbton super. Wenn man draußen unterwegs ist, dann konnte sie da drin sein, ohne dass ein schwarzer Stoff sich aufheizt. Das fand ich richtig gut. Das ist so ein bisschen leinenartig vom Material. Im Vergleich zu einem Tuch, alle denken, glaube ich, so ein Tuch ist bestimmt viel angenehmer und kühler. Aber dadurch, dass man dann noch enger aneinander gedrückt ist, habe ich da im Sommer auch immer stark drin geschwitzt und sie auch. Ja, also das hier ist meine absolute Lieblingstrage. Ich war ganz doll traurig, als ich gemerkt habe, oh, sie wächst daraus. Ihre Beinchen waren hier zu groß dann irgendwann und dann hingen die eher, anstatt in der Hockspreizstellung zu sein. Und wenn die ganz klein sind, kann man mit diesem Stegverkleinerer einfach hier den Steg enger machen. Es geht am besten, wenn man die Trage hinlegt, sein Baby drauflegt und guckt, wie breit es sein muss von Kniekehle zu Kniekehle. Und dann kann man das in der Spannung rummachen. Oh mein Gott, wenn ich überlege, wie klein ich das am Anfang hatte. Ja, ich hoffe, dass ich diese Trage dann wieder benutzen kann. Eine einzige Sache, die ich manchmal ein bisschen störend fand, war, dass es Klettverschluss ist. Also auf der einen Seite war das sehr einfach, sie umzulegen, weil man nicht irgendwas reinklippen musste. Einfach ran, erstmal ran klatschen und dann konnte man noch nachkorrigieren. Aber wenn sie eingeschlafen ist und ich versucht habe, sie aus dieser Trage rauszuwuppen, ihr hört es, fand ich das sehr laut. Meistens hat sie es nicht gestört, aber ab und zu, wenn sie gerade in der Phase war, wo sie vielleicht auch nicht so tief geschlafen hat, ist sie dadurch aufgewacht. Aber das war meine liebste Trage. Wirklich. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Das war ein einziger Nachteil. Justus konnte die nicht benutzen. Ich habe die in der Größe SM und die war für den Oberkörper von Justus zu klein. Er konnte das nicht zumachen. Gibt es aber auch in Größen. Ist nicht so teuer, deswegen finde ich, kann man sich davon auch 2 gönnen. Für den Partner mit gleich. Wirklich nicht teuer. Was habe ich gezahlt? 35 Euro oder 40 Euro? Vielleicht ist auch eine Lüge. Eins noch. Du kannst mit dieser Trage sie vorne tragen, auf der Seite tragen und das war's. Auf dem Rücken nicht. Man kann aber damit auch auf der Seite tragen. Und dann habe ich die ganze Zeit gesucht, Leute, habe ich eine Ringsling. Ist halt auch ein Tuch. Kam ich auch nicht mit klar, weil ich nicht so selbstsicher und sicher war im Handling mit Marisa zu dem Zeitpunkt. Die konnte ich jetzt einfach nicht finden.
falls irgendwer meiner Freunde dieses Video guckt und merkt, ah, Patti, du hast mir diese Trage geliehen, gib mir einfach ein Zeichen. Kannst du erstmal behalten, aber ich weiß nicht, wo die Trage ist. Das ärgert mich, weil die könnte ich jetzt selbst jetzt cool mal für einen schnellen Einkauf benutzen. Da kann man sie schon auf die Seite nehmen. Und jetzt machen wir weiter mit meiner wirklich allerliebsten Trage. Das ist die Rukeli-Trage. Nachdem ich dann ganz, ganz, ganz viele Tragen getestet habe, bin ich mit Justus zum Trageladen gegangen hier in Dresden, Kaleb. Vielen lieben Dank für die Beratung. Also, ist keine Kooperation, aber ich fand, die haben das richtig gut gemacht. Das kann man vorher buchen, dann, man kann auch so einfach hingehen, aber man kann halt eine richtige Trageberatung buchen. Das kostet dann ein bisschen extra. Und die haben dann verschiedene Tragen und die legen das an euch, an eurem Partner an. Die haben Puppen da, mit denen man das testen kann, weil Marissa hat zu dem Zeitpunkt in der anderen Trage geschlafen. Also haben wir das erstmal an Puppen geübt. Und oh, danach habe ich mich so viel besser und sicherer gefühlt mit dem Umgang, auch wie ich Marissa zu halten habe und so. Und wir haben uns dann am Ende für die hier entschieden. Okay, die ist ein bisschen anders als andere Tragen. Die macht man halt um den Bauch fest und dann kann man sich die einfach schon einmal rüberlegen, wenn das Kind drin sitzt, und dann hält die schon mal kurz. Die hat hinten sozusagen einmal schon wie so ein Rucksack, nur andersrum, so ein System. Und dann zieht man von hinten zwei weitere Bände. Das ist dann wieder wie bei jeder anderen Trage. Einfach hier vor und klippt die zusammen. Auf der anderen Seite dann auch. Und bei den meisten Tragen ist es so, dass du nur diese zwei Klipper hast und dann immer erst mit einer Hand hier so halten musst und irgendwie rein. Das fand ich an der richtig cool. Natürlich hat die jetzt ein paar mehr Stränge und Schnüren, aber sie ist wirklich super praktisch. Es gibt sie leider nicht in so vielen coolen Farben. Würde ich nächstes Mal auch in der helleren nehmen, aber die haben nicht so viel hellere Farben. Gibt es immer mal wieder, glaube ich, so coole Special Editions, die dann heller sind. Vor allen Dingen fand ich das schade, dass das dunkel ist. Über dem Kopf kann man das dann machen, wenn die dann schlafen. Es hat zwar einen UV-Schutz, aber andererseits bleibt es dunkel und es heizt sich schnell auf. Das ist der einzige Manko. Ansonsten kann man die dann auch auf der Seite tragen. Haben wir aber irgendwie nicht oft gemacht. Aber man kann die auch auf dem Rücken tragen. Gibt es auch ganz viele Anleitungen zu. Braucht man ein paar Mal und dann klappt's. Justus trägt bis heute nicht so gern auf dem Rücken, aber ich finde es angenehm. Und dann hat man vorne ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Haben wir dann auch sehr lange mit ihr gemacht, auf dem Rücken getragen. Des Weiteren kann man hier, wenn die dann größer werden, das auch runterschieben, so den Rückenpart, wenn die ein bisschen mehr Halt haben. Dann können die auch die Arme rausnehmen und können ein bisschen mehr den Körper eindrehen und durch die Gegend gucken. Das fand ich richtig cool, weil ich das Gefühl hatte, am Anfang wollte Marissa ganz eng eingekuschelt sein in der Trage, aber irgendwann wollte sie auch mehr sehen und sich mehr bewegen und fand das ganz enge nicht mehr so cool. Und deswegen war das super. Und den Steg kann man hier mit Knöpfen verstellen. Ich verstelle das jetzt mal nicht, das ist die Trage meiner Nachbarin. Ich habe nämlich meine Trage der Oma mitgegeben und vergessen, dass ich heute das YouTube-Video filmen wollte. Und da kann man wirklich den Steg auch noch ganz weit machen. Sie hat noch ein kleines Baby, das ist jetzt auf der zweitschmalsten Stufe. So ist der Steg, zweitschmalst. Ja, und hier ist es auch alles super weich gepolstert. Das hat mir manchmal ein bisschen gefehlt bei den anderen Tragen, die ich so getestet habe. Ja, finde ich toll. Gefällt mir richtig gut. Meine Lieblingstrage. Ich glaube, man kann die auch nehmen von Anfang an. Dann, wenn man sagt, okay, ich möchte so einen großen Klopper am Anfang auch haben, dann kann man sich die hier sparen. Aber ich mochte die sehr. Die war auch so klein. Konnte man immer so schön zusammenknüllen. Oh ja, das kann ich euch bei der zeigen. Die ist auch sehr praktisch. Man faltet die so zusammen und kann daraus noch so einen Sitz machen. Mamis, die sich mit dem Tragen und Fortbewegungen beschäftigen, wie man so sein Kind noch so fortbewegen kann. Daraus kann man einfach so einen Hocker machen. So, dann bindet man sich das hier so rum. Und dann, wenn man das Kind mal nicht in die Trage nimmt, kann man aber trotzdem so leicht sie hier drauf absetzen. Dann ist das Gewicht ein bisschen von den Armen weg. Ja, sehr praktisch. Tolle Trage. Nächste Trage ist mein derzeitiger Favorit.
Das ist auf jeden Fall eine Trage, die ich nicht als Allrounder bezeichnen kann. Das ist die von Sakura Bloom. Die habe ich gesehen und dann mal gefragt, ob sie mir eine zuschickt. Klingt ein bisschen schmarotzermäßig, aber Leute, was soll's? Hat sich gelohnt, die ist super. Auch gar nicht so günstig, aber sie ist toll. Sie ist die Trage, die, wenn Marisa sprechen könnte, sie, glaube ich, immer auswählen kann. Sie kann nicht sprechen, aber sie wählt sie sich trotzdem auf. Sie zieht sie sich von dem Griff, wo sie bei uns immer hängt. Und wenn ich sie so hinlege, setzt sich Marisa dort rein von allein und versucht, die Träger unter ihre Achseln zu bringen. Das ist nämlich ein ganz spezielles System, wie man sich hier reinsetzt. Das braucht auch kurz Anleitung und ein paar Mal Übung. Und dann ist das super toll. Also, Marisa ist jetzt hier drin. Dann hat man hier so ein offenes System. Das kommt zwischen Bauch des Babys und Rücken. Und dann hält man das auch genau so. Marisa sitzt hier drin. Beine kommen hier an der Seite raus. Und sie lacht schon, wenn ich sie so hochnehme. Das muss kitzeln im Bauch oder so. Und dann wuppt man sich das Kind so auf den Rücken und geht dann rein wie ein Rucksack. Sieht jetzt einfach aus. Ist gar nicht so einfach. Und dann mache ich mir das richtig fest. Also ich mache diese Träger richtig krass fest bis zum Anschlag. Springe dann immer ein bisschen rum, bis Marisa da drin sitzt und alles in dieser Position, so vornüber gebeugt. Dann kannst du es hier vorne noch zumachen, damit es nicht runterrutscht. Safety Gurt. Und dann ist die halt so hoch, dass Marisa jetzt wirklich über meine Schulter gucken kann. Liegt natürlich auch daran, dass sie jetzt ein bisschen größer ist. Ich glaube, als Newborn kriegt man eh nicht auf den Rücken. Aber da hat sie einfach den Optimum am Tragegefühl. Sie ist an mir dran und sie sieht genau das, was ich auch sehe. Einfach über die Seite, über meine Schulter. Bei den anderen, wenn man auf dem Rücken trägt, gucken die halt hier an der Seite vorbei, da ist der Kopf hinter meinem Rücken versteckt. Das hat sie gestört, das hat mich gestört, dass es sie nicht glücklich macht und deswegen, wow, richtig, richtig toll. Das Material ist toll, die sieht natürlich auch super schön aus, hat hier so einen gewebten, richtig festen Stoff. Und hier ist es auch Leinen innen und man kann den Steg verstellen, aber ich lasse das jetzt immer auf der größten Stufe. Und es hat solche goldenen Details. Wirklich sehr, sehr schöne Trage, kann ich nur jedem empfehlen. Ich könnte jetzt etwas sagen, was mir meinen Alltag erschwert, aber einige von euch glücklich machen wird. Das Ding kommt aus Amerika, ist schweineteuer und hat natürlich Shippingkosten, wenn man Pech hat, auch noch Zoll. Ich kriege von der werten Dame einen Free Shipping Code für euch, aber es funktioniert bei ihr irgendwie nicht, dass der für eine Masse gilt. Das heißt, jeder von euch, der gerne sich diese Trage bestellen möchte, ohne Shippingkosten, müsste mir jetzt persönlich eine E-Mail schreiben. Schreibt mir eine E-Mail, die verlinke ich euch unten auch. Und dann kann ich für euch einen Free Shipping Code von der Dame anfordern und schicke euch den dann. Anders funktioniert es nicht. Ich weiß nicht warum. Wirklich schade. Ich wünschte, ich könnte euch den Code einfach so reinknallen. Das macht anstrengend, weil ich schlecht bin im Antworten, aber dafür würde ich mir die Zeit nehmen. Und die letzte Trage, die sich bei mir bewährt hat, ist die von Sandia. Auch ein sehr schönes Design, fand ich richtig cool. Und was ich bei der sehr schön finde, sie ist super einfach. Also halt wie die typischen Tragen, die man sich um den Bauch schneidet. Man kann hier verstellen, den Steg. Und es geht halt super easy. Einfach über Kreuz hinten und vorne reinklicken. Fertig. So, dann sitzt sie hier. Aber was ich besonders toll finde, ist, dass der Stoff fast so weich ist wie ein Tuch an den richtigen Stellen. Hier habt ihr eine etwas dickere Stelle, so gepolstert. Das finde ich auch toll. Das fehlt voll oft. Aber ich fand es irgendwie angenehmer. Und auch an den Schultern ist man ein bisschen variabel. Ihr könnt es einfach nennen. Schultergurt so tragen. Wir können das auch ein bisschen auffächern, auch wie so ein Tragetuch. Ja, und ich fand die sehr easy vom Handling und halt sehr weich und flexibel. Irgendwie finde ich das besser als so starre Tragen. Und ihr könnt das Ganze auch auf dem Rücken tragen. Das geht eigentlich ganz easy. Da setzt ihr euch vorne rein, wuppt sie dann nach... Ach nein! Ihr macht die einfach zu. Hier.
an dem gleichen, auf der gleichen Seite bei dem Clipper. Wenn man die vorne trägt, macht man das ja über Kreuz hinten und dann ins gegenüberliegende Clip-Ding. Und hier setzt ihr jetzt einfach euer Kind rein. Setzt euer Kind rein. Nimmt es dann hier den Kopf zwischen und dreht es euch auf den Rücken. Geht besser, wenn man kein bauchfreies Top anhat, wo es da besser rutscht. Und steigt dann wieder durch, greift oben um. Und dann hat man einen Rucksack. Und das zieht man dann fest. Und auch hier gibt es einen extra Gurt, um es vorne zu sichern. Das waren meine liebsten Tragen. Ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Ich verlinke euch alle Tragen unten in der Infobox. Und falls ich irgendwas nicht beantwortet habe, was ihr gerne wissen wollt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Manchmal vergisst man ja ein paar Sachen. Ich schreibe in die Infobox einfach einen Link zu der Trage, wo man sie tragen kann, also vorne, hinten, seitlich und für welches Zeitalter ich es besonders gut fand. Und noch eine letzte Frage, die ich oft gefragt werde, ob ich von Anfang an beim zweiten Kind nochmal so viel tragen wollen würde. Absolut. Ich muss echt sagen, ich würde sogar eine Trage in einem Kinderwagen vorziehen. Also jeder, der mir auf Insta folgt, weiß das, glaube ich, auch. Ich finde es auch so krass, wie viel Geld man in einen Kinderwagen investieren kann. Und wie wenig im Vergleich dazu das hier kostet. Da ist es viel natürlicher, dass sich ein Kind in der Trage am Anfang wohler fühlt. Ich meine, klar unterstützt man natürlich dadurch auch, dass es sich wohler fühlt in der Trage. Aber es ist es für mich wert. Außerdem hält man sich dadurch fit. Und würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Man ist einfach so viel flexibler. Das Einzige, was ich ein bisschen anders machen würde, ist Folgendes. Und zwar haben wir dann irgendwann gemerkt, wow, 2 Minuten und das Kind schläft in der Trage. Müde? Ab in die Trage. Ab in die Trage. Müde? Ab in die Trage. Kind schläft fast so ein. Ach, komm mal ab in die Trage. Weil sie hat einfach wirklich die ersten Monate dann 3-4 Stunden in dieser Trage geschlafen. Zum Anfang konnte ich sie auch nicht ablegen, wenn sie in der Trage war. Aber das habe ich dann einfach vorausgesetzt, dass das immer so ist und dass sie besonders gut in der Trage einschläft und manchmal halt nur in der Trage eingeschlafen ist. Heißt nicht, Patricia, das muss ich mir merken, dass das für immer so bleibt. Und ich habe dann einfach ihr und mir nicht oft die Chance gegeben, es anders zu probieren. Weil ich bequem war und es einfacher war und ich würde mehr andere Schlafensplätze anbieten. Die erste Zeit, die ersten 2-3 Monate habe ich das tatsächlich, weil sie einfach so viel geschlafen hat und sie überall gefühlt eingepennt ist. Aber dann kamen so Phasen, wo ich so auch Schübe, Sprünge, wo es einfach schöner für sie angenehmer. Und dann hätte ich ja einfach immer mal wieder probieren können. Aber jedes Mal, wenn ich es probiert habe und es nicht geklappt hat, war ich dann enttäuscht und dachte so, rein hier. Also das würde ich, da würde ich ein bisschen disziplinierter bei mir selbst anfangen und sagen, okay, ich versuche dich mal abzulegen. Okay, wir versuchen es direkt nicht in der Trage. Also da würde ich andere Schlafensplätze anbieten, weil wir haben ja wirklich 5 Monate, 6 Monate am Stück jeden Schlaf außer nachts in der Trage verbracht. Justus und ich haben uns abgewechselt. Wow, da sind wir 2 Stunden durch die Stadt marschiert. 3 Stunden, dann saß ich auf dem Ball, hab gebounced. Also das würde ich ein bisschen anders machen. Das geht an die Existenz. That's it. Aber ansonsten liebe ich's. Sie liebt's. Wir hatten auch Phasen, wo sie dann mal so 2 Wochen im Stück so, pff, lass mich mit deiner Trage in Ruhe. Da war ich schon so, okay, I'm so sad, I miss you. Aber no worries. Das bleibt noch eine Weile so bei den meisten. Ja, finde ich toll. Und ich habe wirklich ein Safe Place für sie kreiert. Und was ist, nennt man das, schöner als wenn ein Kind einen Ort hat, wo es sich voll und ganz geborgen fühlen kann. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Tragen und Ausprobieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.